ein Jahr Krieg in der Ukraine. Ein Jahr Bomben und Raketen, auch auf Zivilisten. Die Leidtragenden sind wie so oft die Schwächsten der Gesellschaft. Doch Hilfe kommt aus allen Teilen der Welt und auch aus Rosenheim. Ich mache mich mit Uwe Gottwald auf den Weg nach Kiew. Wir wollen wissen, was die Hilfe aus unserer Heimat in der Ukraine bewirkt. Ich bin der Uwe Gottwald, komme aus Grottenmühl am Simsee bei Rosenheim. Ich bin 61 Jahre alt, bin von Beruf Landwirtschaftsberater und Lehrer an der Landwirtschaftsschule. Und ich mache in meiner Freizeit, und das ist mein privates, persönliches Engagement, humanitäre Hilfe in der Ukraine. Uwe blickt heute auf die bewegte Vergangenheit des Landes zurück. Ich habe die Ukraine kennengelernt noch als post-sowjetischen Staat, weil wir da schon Anfang der 90er Jahre mit unserer humanitären Hilfe angefangen haben und dort die ersten Transporte rüber gemacht haben. Und wir haben dann auch miterlebt die Entwicklung, die Ukraine genommen hat, sowohl wirtschaftlich als auch politisch. Wir haben das miterlebt am Maidan, als die Demonstranten erschossen wurden von den russischen Scharfschützen, und jetzt natürlich diesen Schock mit dem Einmarsch der Russen in der Ukraine. Das hat sich in den Jahren immer weiterentwickelt, immer mehr LKW-Transporte, bis dahin, dass wir Ende der 90er Jahre bis zu 20 LKWs rüber geschafft haben in die Ukraine. Dann hat sich etwas tatsächlich verändert oder ist dazugekommen, ein weiterer Arbeitszweig, nämlich die Suppenküchen. Wir haben vor 18 Jahren die erste Suppenküche aufgemacht. Unsere Partner haben damals gesagt, es gibt hier so viele alte Leute in Not, und wir sind angefragt worden, ob es die Möglichkeit gäbe, eine Suppenküche zu finanzieren, zu sponsern. Und wir fragen mal euch, ob ihr das machen könntet. Das ist natürlich dann vor allen Dingen ein finanzieller Aufwand. Und die gibt es mittlerweile seit 18 Jahren, und es sind mehr und mehr Suppenküchen dazugekommen. Und heute haben wir 7 Suppenküchen in der Ukraine, wo 260 Leute versorgt werden, hauptsächlich alte, Behinderte, ein paar Straßenkinder sind auch mit dabei, und die kommen dort täglich zusammen und kriegen was zu essen. Was sich zunächst banal anhört, ist in Wahrheit doch viel, viel mehr. Die Suppenküche ist Essen. Die Suppenküche ist aber noch ein ganz anderer wesentlicher Teil, und den habe ich selber auch erst später realisiert: Gemeinschaft. Wir haben in den Suppenküchen sehr viele einsame Leute, die leben irgendwo in einer kleinen Wohnung im 6. Stock ohne Aufzug, kommen nie auf die Straße, keine Familie mehr. Und für die ist die Suppenküche die Familie geworden, und die treffen sich da jeden Tag, und die tauschen sich aus, da sind Freundschaften entstanden, da sind Partnerschaften entstanden. Und das Dritte ist, wir erzählen denen auch was vom christlichen Glauben. Das ist uns auch wichtig, dass es auch Nahrung für die Seele gibt, und wer mag, der kann immer da bleiben. Und unsere verantwortlichen Leute aus der Suppenküche, das sind in der Regel gläubige Leute, die denen auch was erzählen vom Glauben und aus der Bibel mal vorlesen oder Weihnachtsgottesdienst oder sowas mit denen machen. Ans Aufhören denken Uwe und seine Helfer nicht. Ganz im Gegenteil. Also solange die Situation so ist, wie sie jetzt ist, eben mit im Zustand des Krieges, haben wir unsere Suppenküchen weiter am Laufen. Aber das, was wir seit Kriegsbeginn zusätzlich machen, ist, dass wir LKW-Ladungen mit Lebensmitteln an die Front schicken. Also in die Gebiete, in die Kampfgebiete, an die Frontlinie, wo ja auch noch viele Zivilisten leben. Diese Lebensmittel werden allerdings nicht in Deutschland eingesammelt oder gekauft, sondern du kannst Lebensmittel kaufen in der Westukraine. Das hat einen ähnlichen Preis wie bei uns oder ist sogar noch ein paar Prozent günstiger. Aber der Transport fällt weg, und unsere Partner haben die Logistik und haben die Autos, und da werden alle ein, zwei Wochen fährt der 40-Tonner nach Charkiw, nach Donetsk, in diese Gebiete, bringt dort Lebensmittel hin, Palettenware, und dort brauchst du auch wieder vor Ort zuverlässige Partner, die das dann auch wieder verteilen, und das ist das, was wir im Moment machen. 3 Tage haben wir in der Ukraine verbracht, und besonders die Gespräche mit den Menschen bleiben bei Uwe und bei mir hängen.
berühren tut es mich immer in der Ukraine, wenn ich in die Suppenküchen komme und mit den alten Leuten rede. Es sind ja fast nur alte Leute, meistens sind es alte Juden, die dorthin kommen. Und wenn sie Geschichten erzählen und wie dankbar sie auch sind, das ist natürlich etwas Schönes. Das kenne ich. Was mich dieses Mal emotional wirklich berührt hat, das war das Ausmaß an Zerstörung, das wir gesehen haben in Borodjanka und in Irpin. Diese Brücke, die bei uns ja auch im Fernsehen zu sehen war, wo die Leute durchs Wasser gelaufen sind. Und noch etwas, aber das ist ja faszinierend, welche Siegesgewissheit eigentlich alle in der Ukraine haben. Sie sagen ja nicht nach dem Krieg, sondern sie sagen nach dem Sieg werden wir das und das tun. Nach dem Sieg. Also sie sind sich ganz sicher, dass sie diesen Krieg gewinnen werden und sie werden auch nicht aufgeben zu kämpfen. Es ist, das hat mich berührt. Es berührt mich. Trotz massiver Zerstörung, unermesslichem Leid, Tod und Terror halten die Menschen in der Ukraine weiter durch. Ein Unterfangen, das nur durch Helfer wie Uwe überhaupt erst möglich ist.